Christina, Elena und Lou waren zum internationalen Wettkampf in Kanada. Und lustige Aufnahmen vom Flug und auch spektakuläre Aufnahmen vom Wettkampf selbst seht ihr in unserem jetzigen Video. Wir sind mit dem Flugzeug von Berlin nach Frankfurt geflogen. Da haben sich dann alle das ganze deutsche Team getroffen und dann sind wir mit denen zusammen nach Montreal geflogen. Also wir sind hier im Flugzeug nach Kanada. So ein internationaler Wettkampf. Und also Lou, der sitzt da hinten und ich und Elena, die filmt das gerade. Wir Hallo. Wir sitzen jetzt hier im Flieger und wir fliegen 8 Stunden. Und weil 6 Stunden Zeitverschiebung sind, kommen wir auch schon um 15 Uhr an. Gerade ist, glaube ich, 13 Uhr ungefähr. Und hier die Bremse fliegt auch noch mit uns. Und wir hoffen, das wird ganz lustig. Vielleicht melden wir uns. Hallo, also wir sitzen jetzt schon seit 1,5 Stunden hier im Flieger und haben jetzt unser Essen bekommen. Es gibt hier so, also das war Kartoffelsalat, Pasta und Wasser. Statt der Pasta konnte man auch noch Hähnchen nehmen. Das hat der Lou sich genommen. Lou, hat es geschmeckt? Natürlich. Das ist sehr schön. Frenza, hat es dir auch geschmeckt? Gut. Und Elena, wie findest du es bis jetzt so? Geht. Geht. Ist ganz okay. Also wir beschäftigen uns hier ein bisschen und gucken hier so einen Film. Und ja, wir haben jetzt gegessen. Und fliegen erst noch mal ein bisschen weiter. Bis nachher. Also wir fliegen jetzt hier schon seit fast 3 Stunden und wir spielen jetzt ein bisschen Uno zur Beschäftigung. Also dass wir nicht die ganze Zeit nur Filme gucken, weil wir müssen auch mal was Sinnvolles machen. Okay, Lou ist dran. Ja, ich bin dran. Mit Reden oder mit Spielen? Lou, du kannst ja mal ein bisschen so lange durchspielen über den Flug erzählen. Ja, bis jetzt war der Flug ganz chillig. Wir haben hier nur gesessen und Filme geguckt. Naja, und jetzt spielen wir gerade Uno und ich ziehe mich gerade ab. Nein! Also ich meine, hier sehen konnten, wir fliegen noch 1 Stunde und 51 Minuten. Haben jetzt mal wieder Essen bekommen. Diesmal gab es so ein Wrap hier. Also so ein mit Chicken. Ja, hat sehr gut geschmeckt. Wir haben bis jetzt noch keinmal geschlafen. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie funktioniert es nicht so. In Deutschland ist es ja jetzt schon 20 Uhr ungefähr. Und ja, uns geht es ganz gut hier im Flug. Wir haben viel Spaß. Im Flug geht's ja gut. Oh, also wir sind jetzt hier im Hotel angekommen. Es ist jetzt in Deutschland 1.07 Uhr, bei uns leider ist 19.07 Uhr, das heißt, wir müssen noch ein bisschen wach bleiben, damit wir das besser verarbeiten. Ich zeige euch jetzt mal unser Zimmer. Ja, dann sind wir halt ziemlich gut schlafen. Und am nächsten Morgen sind wir zum Flug aufgestanden, zum Restaurant frühstücken gegangen. Und danach dann in die Halle zum ersten Training. Haben wir dann erstmal so leichtere Sprünge gemacht, um erstmal reinzukommen. Und ja, nach dem ersten Training sind wir dann Mittagessen gegangen. Ich weiß gar nicht mehr wo. In der Uni. Ja, in der Uni, die dort in der Nähe war. Und und am Abend sind wir dann hier ins Hotel und sind dann ja, in so einem Pilot Abendbrot gegessen, was wir vorher in der Kopfhalle eingebracht hatten. Heute ist mein erster Wettkampftag. Ich habe heute Turm. Ja, es ist gerade 6 Uhr früh hier in Kanada. Ich bin ein bisschen müde, aber ich denke, es geht heute. Ja, mein Wettkampftag heute läuft so ab, dass wir jetzt gleich erstmal zur Schwimmhalle fahren und erstmal uns einspringen. Dann gehen wir Frühstück essen und danach haben wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde Zeit, um uns auf den Wettkampf mental vorzubereiten. Und ja, dann denke ich, geht's los. Im ersten Wettkampf hatte ich Turm. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Ich bin durchgekommen mit der Serie und hatte am Ende dann den dritten Platz.
Also ich hatte auch den ersten Wettkampf am ersten Tag, aber das war so nicht geplant. Ich dachte eigentlich, ich hätte den dritten Wettkampf. Aber wir hatten irgendwie den falschen Plan und dann kam meine Trainerin zum Frühstück und hat gesagt, in 2 Minuten fängt der Wettkampf an. Dann mussten wir loslaufen und haben den Wettkampf gemacht und am Ende war ich dann Vierte. Also ich hatte dann den dritten Wettkampf, 1 Meter und ja, das war auch, also meine Serie war eigentlich ganz gut und ich habe gewonnen. Am zweiten Tag hatte ich dann 1 Meter und da war ich dann auch drauf vorbereitet gewesen und da wurde ich Zweite. Auch gut. Ja, fand ich auch. Am zweiten Wettkampftag hatte ich einen 1 Meter Wettkampf und ja, die Serie war nicht ganz so gut. Ich habe ein paar Fehler gemacht, wo man denken könnte, dass es ziemlich dumm war. Und, aber am Ende ist noch ein guter 5. Platz rausgekommen. Welcher Platz? 5. Also ich hatte an dem Tag Turm und also meine Sprünge waren eigentlich sehr gut und ich habe auch nochmal gewonnen. Nochmal gewonnen? Ja. Streber. Ich hatte dann am letzten Tag noch 3 Meter und da habe ich dann halt nochmal das 3. Mal gewonnen. Mein lieber Mann, bei wie vielen Teilnehmerinnen? 20. Ich hatte dann am 3. Wettkampftag noch den 3-Meter-Wettkampf. Ja, heute ist Freitag, der 6. Dezember, es ist kurz vor 6.30 Uhr. Und wir gehen gleich zur Schwimmhalle, um uns einzuspringen. Ich habe heute den 1-Meter-Wettkampf. In dem Wettkampf muss ich 8 Sprünge zeigen. Und ja, ich hoffe, dass es gut wird. Sie haben also erstmalig auch Sportler aus Übersee getroffen. Die Kanadier waren vertreten mit einer starken Truppe. Die Amerikaner, Mexikaner sind im Wasserspringen, also spielen eine große Rolle. Aber die 3 Sportler haben sich also ganz stark oder ganz gut geschlagen. Elena hat 3-mal gewonnen in ihrer Altersklasse mit wirklich sehr, sehr guten Wettkampfszenen und guten Qualitäten. Und die anderen beiden haben sich dort also gut präsentiert. Es waren keine Nationen aus Europa da, die kannten wir aber von der Jugend-Europameisterschaft schon, von der Teilnahme von der Christina. Aber es war eben interessant, weil aus Übersee, also wirklich Sportler in den Altersbereichen da waren, die wir kennengelernt haben. Und die natürlich auch uns kennengelernt haben. Ja, kaum in Deutschland angekommen, geht es natürlich auch gleich weiter mit Wettkämpfen. Aber dazu solltet ihr in die nächsten Videos klicken.